Die Map über sich kann ich später nochmal zeigen, ja. Ich muss aber die Mission jetzt schaffen. Grüße zurück nach Deutschland. Ich glaube, aus Deutschland sind mehr da. Wer soll aus Deutschland? Schreibt es mir in den Chat Deutschland. Wer soll aus Österreich? Schreibt es mir in den Chat Österreich. Bin ich gespannt. Ich muss nur aufpassen. Aus Japan, jawohl, Alter. Japan geht aber auch gut ab. Nice, jawohl, da sind aber schon ein paar aus Deutschland hier. Alter, ist ja irgendwie aus Österreich, Schweiz haben wir auch schon gesehen. Ich hab gefrühstückt, ja, natürlich. Essen, Afrika, ohne Witz, Afrika. Österreich, Mo, hau rein, nice. Ja, schöne Grüße. Ich muss eigentlich mal loben, Freunde. Also, ich bin ja einer, der immer über die Community geredet hat, in was für einem Zusammenhang auch immer als das war. Aber ich muss eigentlich mal ganz ehrlich loben, weil so eine positive Stimmung ist einfach abnormal geil. Niederlande, nice. Tirol, jawohl. Burgenland. Holland. Achso, Niederlande ist Holland, ne? Buxtehude. New York, so nice. Ich sollte vielleicht mehr ein bisschen konzentrieren drauf wie vor. Wir haben hier noch relativ viel zu tun, möchte ich betonen. Auf Max, ich habe die Grafik vorher auf maximal gestellt, ja. Texas! Howdy! Oh, für Texas, yeah, nice. Morbach City, okay, das. Ups. Irgendwie habe ich rechts Probleme mit dem Schauen, weil da der Bordcomputer ist. Das ist natürlich. Da muss ich echt aufpassen. Tokio, Japan, so nice. No, I can speak Netherlands. My English is very bad, but my Netherlands is much better. Much better than I am afraid. Weil ich offizieller Preview-Partner bin. Nice! 27.000 Abonnenten, nice! Oder High Five! High Five! So geil! Dankeschön fürs Abonnieren! Dutch, nice. Südsteiermark, jawohl. Der Mario hat Probleme mit. Ja, leider Gottes, der Mario hat Probleme mit Computer. Da ist die Wasserkühlung geplatzt und das ist nicht gut. Jo, Sukrams, aber ist schon geil, oder? Also, ehrlich jetzt, also, das Herz ist schon gut da. Also, ich finde die Musik passt perfekt dazu. Amsterdam! Jo, Texas grüße ich auch. 513 Zuschauer. Das heißt potenzielle 513 weitere LS17 Spieler. Wow, ob wir die Mission noch schaffen, ich bin mir nicht sicher. Radio ist GEMA geschützt. Giants sagt was anderes. Ich vertraue auf Giants. Ja, absolut. Also, so ein Gerät zum Spielstart einmal fahren, das lohnt sich schon richtig. Also, welcome be the stream. Welcome be the stream. Eieiei, Freunde. Headtracking kostet die Ausrüstung 57 Euro. Wenn das AC/DC ist, dann habe ich aber hier wirklich das Problem mit der GEMA. Zu Garderol möchte ich nichts mehr sagen. Habe ich schon.
Ist die Musik zu laut, Freunde? Dankeschön, Legend, Sasu. Ist die Musik zu laut, dann sagt mir das bitte, Freunde. Ihr müsst mir das sagen, ich krieg das ja natürlich nicht mit. Oh, jetzt wird's geil. Hört sich gut an, oder? Okay. Wie gesagt, ein wenig. Da wollen wir speichern. Also eins bitte, eins muss ich schon sagen. Neidisch bin ich sicher nicht am Garderoll. Also ganz ehrlich, unter uns, neidisch bin ich sicher nicht am Christian. Ich war jahrelang im selben Netzwerk wie er und ich kenne Garderoll von dem her ziemlich gut. Wenn ich alles bin, neid ist bei mir etwas, was nicht existiert. Es gibt Leute, die erarbeiten sich was, es gibt Leute, die sind fleißig, es gibt Leute, die geben Gas im Leben und ich finde, jeder, der Gas gibt im Leben, hat sich das verdient, was er hat. Also Neid ist bei mir etwas klingonisch, kann ich jetzt nicht mit, Dankeschön Mike, mit klingonisch kann ich jetzt nicht aufwarten, aber Neid ist bei mir eine Eigenschaft, die ich echt nicht habe, weil ich kann, wenn ich aufstehe im Leben, wenn ich Gas gebe, wenn ich was leiste, kann ich mir Sachen kaufen, da kann ich auch in eine absolut geilere Wohnung ziehen. What I think about Farming Simulator 17 oder 17. I won't make a extra video what I think on release day. Now I think it's not the time to make a decision. Is it good or is it not good? Maishäckseln würde ich gerne machen. Ich habe nur keine Geräte dafür. Weil da klingt's echt klingonisch. Wahnsinn. Null leiser den Radio, ehrlich? Also ist der jetzt echt nur zu laut, der Radio? Der Server synchronisiert nur, ja, der synchronisiert nur, aber deutlich schneller. Timo, bitte. Na, lauter, leiser, irgendwo geht's dann nicht. Ihr müsst schon so, dass es ungefähr für alle passt. Ich weiß, den einen ist zu leise, den anderen ist zu laut. Na, geht schon. Wir können eh. Ich hab nichts zu verbergen, um Gottes Willen. Wenn sie unbedingt wollt, können wir da eh Fragen beantworten. Aber ich bin mir 100% sicher, dass ihr keine Antwort kriegt, die euch zufriedenstellt. Weil es gibt erstens immer zwei Seiten und niemand kennt die zweite Seite. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen unfair, aber ja. Aber bei den Gitarrenriffs ist zu laut, okay? Ich muss dem Sänger das sagen, er soll seine Gitarrenriffs leiser machen. So, aufpassen. Hier mal die Sperre rein. Jawohl, so geht's schon besser. Wenn man nämlich zu hinten, wenn man zurückkippt wie ein Sessel, ist es vielleicht nicht so genial. René, servus. Der Jan sagt wieder, es ist viel zu laut. Vielleicht solltest du bei dir ein bisschen Sound leiser drehen. Also. Die Auflösung der Pflanzen ist auf jeden Fall okay. Könnt mich hier nicht beschweren über die Pflanzen. Alter, was wir da schon leisten. Ja, Raphael, was soll ich machen? Die stille Post gibt es meistens nur, und das möchte ich jetzt nicht negativ betonen, aber die stille Post wird meistens nur, oder zum großen Teil von Fanboys bestimmt, und das ist immer das, was dann immer böses Blut oder meistens böses Blut gibt. Ich spiele mit Lenkrad, Logitech G920. Gerade ist laut, dass meine Stimme. Also Jungs, dann mache ich es hier nochmal leiser. Ich habe aber hier, theoretisch muss es leiser sein. Also recht viel leiser mag ich dann nicht mehr gehen, aber ich glaube, jetzt passt es wieder.
Okay, ich glaube, jetzt passt es ganz gut. Wenn nicht, dann müsst ihr es nur mal sagen. Ja, aber ich möchte mich zu solchen Themen nicht äußern, weil für mich ist es einfach nicht realistisch, dass wenn man was. Es gibt zwei Dinge, ich habe mir gestern das Video selber angeschaut. Also, es gibt zwei Dinge, die mich da furchtbar gestört haben. Erstens ist hauptsächlich da um Geld verdienen gegangen, was ich echt nicht gut finde. Das habe ich aber schon selber oft gesagt. Es gibt einfach, entweder ist man mit Leidenschaft dabei oder wegen Geld. Und wenn man wegen Geld das Ganze macht, was ich auch verstehe zum Teil, und man irgendwo von einem Entwickler was nicht kriegt, dann finde ich persönlich, dass man das akzeptieren muss. Ich habe noch nie von Catlin Crops, obwohl ich die Jungs schon ewig kenne, irgendwie irgendein, weiß ich nicht, ein Gameplay-Material gekriegt, vorab oder irgendwas Exklusives. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich darüber beschwert hätte. Ich finde, man hätte sicherlich bei Giants anrufen können, eventuell, und hätte man fragen können, hey, wieso ist das eigentlich so? Und glaubt's mir, Freunde, da arbeiten auch keine Roboter, da arbeiten Menschen. Und man kann mit ihnen sehr wohl reden. Aber da darüber ein Video zu machen und jedes zweite Wort ist Geld und größter Simulator-Kanal in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Ich finde nicht, dass die Größe, das ist wie bei vielen anderen Dingen im Leben, nicht die Größe entscheidet darüber, sondern viele andere Faktoren entscheiden darüber, ob man wirklich groß ist. Und Größe definiert sich nicht über Abonnentenzahl, Freunde. Ist meine Meinung dazu und ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, oder? Also ich möchte mir auch in Zukunft nicht über Abonnenten definieren, weil ich glaube, dass ich die Abonnenten, die ich habe, die neu dazukommen, die in Zukunft meine Videos schauen werden und die letzten 5 Jahre meine Videos geschaut haben, die werden auf jeden Fall, die sind einfach so geil, weil da geht es nicht um das, ob ich 27.000 Abonnenten habe oder 100 Abonnenten. Die schauen einfach gerne wegen mir die Videos. Und ich habe auch, ich hab keine Vorabversion gekriegt von Fernbus Simulator, ich habe keine Spezialgeschichte gekriegt bei Catlin Crops, ich habe keine sonst irgendwie Exklusivverträge, sonst irgendwas. Ich habe noch nie einen Cent damit verdient, weil ich irgendein Spiel gezeigt habe oder auch nicht, wie auch immer. Und ich glaube, dass wichtiger ist, mittlerweile auf YouTube ehrlich zu sein und sich selber zu präsentieren als sonst irgendwie. Also, wie gesagt, ich werde aber auch nicht negativ gegenüber Radarol reden. Ich finde es nicht okay, sage ich ganz offen und ehrlich, dass er Greenscreen TV und mich nennt, weil die Geschichte, wie dort zum Beispiel Catlin Crops präsentiert wurde, ist etwas, was in der ganzen Community schon mehr oder weniger sich herumgesprochen hat und ich habe halt einfach die Stimmung aufgenommen. Ja. Master, the problem is I have a mission on this field, so I have to finish the mission and after I... was? Schau, das ist schon wieder so ein Typ, ich muss den kurz sperren. Ich möchte es kurz zeigen, dass ihr das seht, Freunde, was ich da meine. Das sind die Typen, die nachher immer Probleme machen, nämlich dieser Händchen Coil, der schreibt, was willst du Stress oder was, das kannst du haben, du Arsch. Das sind nämlich genau die Leute, die dann immer Stress produzieren und dann hat man eben, da kann man ehrlich sein, was man möchte. Das sind nämlich die Fanboys, die dann immer rumheulen, die dann wieder behaupten, ich habe das und das gesagt. Ich glaube, ehrlicher kann man es nicht sagen. Wann dann diese Leute davon, das sind dann aber auch die Leute, die niemand als Zuschauer haben möchte. Das ist wirklich so. Also das ist wirklich so. Das sind die Leute, auf die sich kein YouTuber stolz ist, aber auch 100% der Garderol nicht. Weil das auch die Leute sind, die er auch nicht ansprechen möchte mit seinen Videos. Ist 100% so.